Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch. Ich habe mal eine Frage. Sorry, dass ich jetzt leider so blöd spreche, aber ich habe meine feste Zahnspange jetzt draußen. Jetzt zeige ich halt noch zwei locker unten und oben. Ich kann nicht besser sprechen, aber man kann mich da ein bisschen verstehen. So, ich gehe bis heute um den Rashadogo. Wegen den Kopf. Ist euch das hier schon aufgefallen? Dass er hier schon irgendwo, irgendwann mal den Kopf bewegt hat. Ob beim Fahren, beim Tanzen oder irgendwas. Ist euch das eigentlich schon aufgefallen? Er hat seinen Kopf noch nie bewegt. Und das hat er auch noch nie gemacht. Da war ich mir jetzt ziemlich sicher. Ich bin ja noch gar nicht aufgefallen. Achtet mal, wir schalten ihn mal ein. Achtet mal auf den Kopf. Habt ihr irgendwas gesehen? Hat er nicht bewegt? Gut. Ich werde jetzt hier versuchen, dass ich halt meine Person hier nicht mitfilme. Zeig euch mal, lassen wir mal vorfahren. Was ist jetzt aufgefallen? Ist er das? Er bewegt seinen Kopf überhaupt nicht. Das ist mir auch eben immer schon aufgefallen. Seht ihr das jetzt? Aber er bewegt auch seinen Kopf gar nicht. Er könnte ihn, glaube ich, bewegen, aber das macht er nicht. So, machen wir mal Hindernissen. Also, er sitzt zwar, aber sein Kopf hat sich noch nicht bewegt. Also, müssen wir später weiterschauen. Überlegt mal bitte, warum er das nicht macht. Er hat noch nie den Kopf bewegt und da war ich mir nämlich 100% sicher. Vielleicht weiß ja die Franziska, die wurde mir oft immer in den Kommentaren geschrieben von einem Video. Vielleicht weiß die ja, was da ist, warum er seinen Kopf nicht bewegt. Und ja, ich wollte nur kurz sagen, dass er seinen Kopf niemals bei einem Tanz oder so bewegt. Also er bewegt seinen Kopf auch rein gar nicht, ja. Das hat er auch noch nie gemacht. Ich meine nur, ihr könnt mal genauer zusehen. Wenn sich jetzt den Kopf bewegen würde, macht er aber nicht. Jetzt, er bewegt seinen Kopf nicht. Also. Nun ja. Ihr könnt natürlich wissen, euch fällt schon auf, dass der Hund seinen Kopf nicht bewegt hat. Und warum macht er das nicht? Oder er kann ihn einfach nicht bewegen. Schreibt es mir gerne mal in den Kommentaren, vielleicht weiß jemand da weiter. Warum er seinen Kopf nicht bewegt, ist mir aber auch schon, als ich den Hund bekommen habe, ist mir das auch schon aufgefallen. Hat seinen Kopf noch nie bis jetzt lang bewegt, also er hat eigentlich, sag mal, ich weiß es jetzt nicht, warum es so ist, warum er seinen Kopf noch nie bewegt hat. Ich wollte euch nur kurz dafür sagen, haut rein, Leute, ciao!